Wir werden alle vernichten. Alle. So, wir sind gerade hier, ja. Falls jemand wissen will, wo wir sind. So, dann gucken wir mal auf die Map. Ich glaube, ich habe es endlich gefunden, nachdem ich alle Daten analysiert habe, die wir auf Iokard fanden. Es gab eine Zahlenfolge, die sich immer wieder wiederholte. Nachdem ich sie entschlüsselt hatte, ergab sie ein Wort. Syldrog. Ich dachte, es wäre nur eine Legende, aber der Drachengott von Sakul ist echt. Und er ist eine Superwaffe. Er kann ganze Zivilisationen verschlingen. Ich weiß nicht, wie wir Syldrog erwecken oder ihn kontrollieren können, aber ich bin einen Schritt weiter gekommen. Endlich ist sie gekommen. Meine Chance, die Allianz zu vernichten und mein Volk zu rächen. Aber ich schaffe es nicht allein. Es gibt noch einen anderen Maschinengott. Wenn der Orden Syldrog erweckt und ihn auf Odessen loslässt. Odessen ist nur der Anfang. Diese Waffe könnte die ganze Galaxis verwüsten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit zu nachgiebig. Das sind die Resultate aus deren Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir sind so gutmütig. Aber man konnte ja, man wollte ja was anders machen. Wie hast du mich gefunden? Es war nicht schwer. Trotz ihrer plumpen Versuche, ihre Spuren zu verwischen, konnte ich alles über sie erfahren. Ich weiß, wie man Syldrog erweckt und wo er zu finden ist. Er ist viel näher, als sie denken. Du lügst. Ich habe das Gemini-Netzwerk durchsucht. Ich bin über das Gemini-Netzwerk hinausgewachsen. Ich habe meine Verbindung getrennt, um meinen freien Willen zu erhalten. Ich habe Wissen erlangt, dass ich ein Organismus wie sie nicht einmal vorstellen kann. Wenn sie mir die richtigen Leute zur Verfügung stellen, kann ich ihnen helfen, Syldrog zu kontrollieren. Was verlangst du dafür? Meine Schwestern sind an den Thron gefesselt. Ich kann immer noch fühlen, wie sie nach mir rufen. Du willst, dass sie befreit werden? Nein. Ich will, dass sie zerstört werden. Solange die ewige Flotte und das Gemini-Netzwerk existieren, besteht die Gefahr, von außen kontrolliert zu werden. Syldrog ist der Schlüssel zu meiner Freiheit. Ich lasse mich nicht noch einmal versklaven. Odessen ist nicht das einzige Ziel. Sie haben es auf die gesamte Allianz abgesehen. Alles, was wir aufgebaut haben. Wir haben noch nicht verloren. Wir müssen den Orden finden und sie daran hindern, Syldrog zu erwecken. Meine Scans zeigen noch ein weiteres aktives Terminal. Schnell! Man munkelt ja. Punkt erkannt. Selbstzerstörung wird in 90 Sekunden fortgesetzt. Das war unser Stichwort. Schnell jetzt! Los jetzt! Seltsam. Direkt vor unserer Ankunft wurden neue Daten in diese Konsole eingegeben. Was für Daten? Koordinaten auf Nathema. Das ist eine Nachricht. Sie haben ihn gefunden. Beeilt euch. Moment. Ich kenne diese Verschlüsselungsmethode. Wir haben sie vor Jahren gemeinsam entwickelt auf Rishi.
Es gibt nur zwei Personen, die wissen, wie man das entschlüsselt. Ich und Theron. Die ganze Sache ist so vielschichtig, dass ich kaum noch weiß, was wahr ist und was nicht. Was in allen Welten geht hier vor sich? Die Koordinaten könnten eine Falle sein, aber wieso Nathema? Selbstzerstörung reaktiviert. Es gilt eine Evakuierungsempfehlung für sämtliches Personal. Wir reden später darüber. Verschwinden wir von hier, bevor die ganze Station hochgeht. Jetzt liegt es an euch, Commander. Ihr habt die Daten zerstört? Es ist nichts mehr übrig. Ich komme gleich mit meiner Theorie. Meine Theorie ist gerade, vielleicht ist es von Theron inszeniert, um unsere, ich sag mal, unsere Feinde offen zu legen. Mit einem Schlag könnten wir unsere kompletten Feinde ausschalten. Ich meine, du siehst ja jetzt die ollen Zildrock-People da, dann die Gemini 16, dann Darth Mortis, dann diese komische Mila oder wie sie hieß. Da bin ich ja mal gespannt auf den Tanz hier, hä? Hör mal. Ich habe von meinem Team gehört. Sie haben die Holokarte von Copiero repariert. Die Daten haben bestätigt, dass Nathema das Ziel des Ordens ist. Ich kann es nicht glauben, aber Therons Informationen stimmten. Außerdem führen die Koordinaten von Theron zu einem bestimmten Ort auf Nathema. Es könnte Sildroks Position sein, aber das wissen wir nicht mit Sicherheit. Er hat etwas vor. Ich habe ihm ja in der letzten, also wir haben ihm, glaube ich, angeboten, dass er zurückkommen kann, ne? Boah, das ist aber auch... Ich glaube nicht, dass der uns verraten will. Beim besten Willen. Irgendwie habe ich so dat, wirklich das Gefühl, der will diese neue Gruppierung ans Licht bringen, damit wir sie zerschlagen können, weil er genau weiß, dass die Allianz stark genug ist, um die in einem offenen Kampf auch zu bekämpfen. Ich würde ja eine 3 nehmen, er hat etwas vor, aber Mann, bei den Auswahlen haben wir ja manchmal so diese, das ist nicht das, was ich sagen wollte, Mensch, da stand doch vorher was ganz anderes. Das ist jetzt wieder diese, wir müssen Theron umbringen, der will uns was an Leder pinkeln. Was machen wir da jetzt? Bleibe ich bei meiner Schiene, die ich bisher gefahren habe? Ich habe ja gesagt, dass ich ja eigentlich wieder zurück will zu diesem Ziff, aber zu diesem Ziff. Der dritte ist für mich sowas Neutrales. Der hat was vor. Aber was? Will er uns
in der Falle locken, will er uns helfen. Das könnte alles bedeuten. Aber ich habe schon wieder Angst, dass das wieder eine völlig falsche... Mann, wir machen das jetzt. Ich mach mal drei. Hab ich hier irgendwie was? Dunkle, helle Seite? Nee, ich mach mal drei. Erscheint euch das nicht alles ein wenig zu praktisch? Wir spielen Theron direkt in die Hände. Wir haben keine andere Wahl. Wenn die Holokarte stimmt, ist das unsere beste Chance, den Orden zu erwischen, bevor er Syldrog wiederbelebt. Wie dem auch sei, ich werde euch im Kampf gegen diese Verräter beistehen. Wir haben zu viel erreicht, um sie jetzt gewinnen zu lassen. Zeigen wir ihnen, mit wem sie sich angelegt haben. Commander, es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Vor nicht allzu langer Zeit habt ihr mir trotz meiner Vergangenheit vertraut. Ich war von Anfang an euer Feind, aber Theron war euer Freund. Während meiner schlimmsten Angriffe stand er euch zur Seite. Ganz gleich, wie seine Beweggründe jetzt aussehen mögen, solltet ihr erwägen, ihm die gleiche Gnade zu zeigen, die ihr mir gezeigt habt. Ja, jetzt können wir das auswählen. Ich weiß, dass Lana ihre Zweifel hat. Aber ich habe nie aufgehört, an ihn zu glauben. Er ist immer noch auf unserer Seite. Ich kann es fühlen. Niemand weiß besser als ich, dass man eurem Urteil vertrauen kann. Und jetzt geht, rettet die Allianz. Würde mir mal glauben, davor die Auswahl hätte man ja nehmen können. Aber ich wusste, dass das wieder... Das war eine neutrale... Die Vergangenheit hier ist zum Greifen nah. Valkorion hätte noch so viel erreichen können. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wären wir alle tot. Valkorion hatte Sakul in ein Paradies verwandelt, bis eure Allianz es zerstört hat. Ich weiß, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht helfen wollte. Dann vergesst eure Position nicht. Wir sind da. Er ruft uns. Er hat jahrhundertelang geschlafen. Weiß aber, dass die Zeit des Nährens gekommen ist. Syldrog. Ruf die anderen. Wir fangen bald an. Guckst du in die Kamera? Naja, wird interessant. Das für ein komisches Bild gerade gewesen. Bin immer noch froh, dass sie Lana ummodelliert haben. Nicht so wie damals... bei dem Auftakt. So. Ich kümmere mich um euch. Wir sind da. Wir sollen den Flashpoint im Einzelspielermodus abschließen. Dann wollen wir mal kicken, wa? Guck mal, da hinten sind schon Gegner. Gott, ich muss das mal wieder. Ich muss das mal wieder gucken, gehen wir wieder rinkommen hier. Genau so weit. So dicht dran. Guck mal, hier haben sie ja richtig was
liegt denn da noch? Ein Roboter oder was? Ein Druide? Ja, was ist das? Hier sieht man Hände. Wir machen gleich mal einen Ausblick. Hier ist einfach so gut. Ja, hier konnte ich ja runterfallen, ne? War das nicht bei Star Wars so? In anderen Spielen kann man da nicht runterfallen. Warum ist denn das hier so? Tief durchatmen. Heilen sich ja. Was ist denn das für ein Quatsch?